Schönen guten Morgen. Norman Jesse. Willkommen bei Folge 24. Es ist Montagmorgen für euch. Es ist Samstagmorgen für mich, für uns. Oder Mittag mittlerweile. Willkommen zu der allerneuesten Folge von Kurz und Bündig. Gebt euch die neueste Folge. Weiß ich nicht, like, subscribe, lernt den Kommi und was auch immer, da neue Intro, scheißegal. Was ist deine Mutter? Ey, Sero und Josh Negroni, ich schwöre, ich weiss nicht, ich will viel mehr 2 Grad leben, aber vergessen bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jola, ich kenne eigentlich so Asen und Brunnenkram. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Kamen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? Zähn ich da. Checkt alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. Ob, ja, der Melodie. Convoco meine Seele Verwandte. Kurdistan? Du und dein scheiß Podcast, ihr beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und windig morgen. Muruk! An der Stelle nochmal danke an die Joby One für das neue Intro. Danke vielmals, wie oft wollte ich danke sagen? Bro, es ist ein brutal geiles Ding. Ja, okay. Es ist brutal geil, danke Hobby. Ich fühle es. Wir haben das Intro von der Folge gemacht. Wir haben das Intro laufen lassen. Genau. Und was jetzt noch fehlt, sind ein paar Weisheiten. Ein paar Weisheiten und zwar. Für die neue Woche, oder? Alle Straßenweisheiten. Ich habe nicht gesagt, sollen wir Sprachmemo machen. Damit wir einen Jingle draus machen, yeah. Aber er so. Ja, er so, die hat keine Zeit. Die hat keine Zeit. Ich am Bügeln. So. Alle Straßenweisheiten Nummer 2 für euch. Er hat geschrieben: Deutsche haben mehr gegen Corona-Massnahmen unternommen als gegen Hitler. Und dann hat er in Klammern geschrieben: Cancelt mich. So ein Hund. Aber er hat schon recht, Bruder. Also, er hat schon etwas, sagt er ehrlich. Wo er recht? Er hat schon etwas, Bro. Ja, Mann. Ey, ich finde auch, das kann man unkommentiert lassen, wie immer. Das ist alle Straßen. Wir können es auch als Reiz nehmen, zum Diskutieren, aber. Könnten wir? Wir sind, glaube ich, die gleiche Meinung. Es genau. Hat etwas, es, es ist wirklich ein guter Gedanke. Ich frage mich ziemlich vor allem, wunder, wo ist er recht gewesen mit seinem Kopf, wo er das am 10 vor 11 in der Nacht. Ich habe es erst im Fitness in dem Moment. Postet hat. Ja, spannend. Es bleibt spannend. Alle danke für, wie immer für deine Weisheiten. Ja, Bro, ich bin letztens, ein bisschen länger her, ich bin letztens am Handy gewesen, habe ich so meine Anfragen durchgeschaut. Ja. Und dann habe ich gesehen, am 15. August hat man einen, nennen wir ihn Pascal. Du siehst, er sieht aus wie ein Pascal. Zeig, zeig. Hat mir eine Lebensversicherung gehabt, hat mir ein Memo geschickt, um schnell erklären, wie der Pascal aussieht. Er schaut so links an der Kamera vorbei und hat so seinen Finger auf seinem Knie, weißt du so. Und schaut so links auf. Genau. Ist er Halbmuslim? Und ich weiß nicht, was er genau ist, aber ich glaube, in erster Linie ist er ein verfickter Hurensohn, weil er hat mir am 15. August, am 1 am Nachmittag, eine Minute lange Sprachmemo geschickt. Ja, okay. So ich wollte nicht so wild, aber lass mal laufen. Aber ich habe noch nie etwas von dem gehört. Also ich mache Sprache mit ihm. Okay. Ja, Bro, ich habe Sprache gehört von dir, aber du kannst nicht von ihm. Fair. Los, was er sagt. Okay. Joldas, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ja, also du und dein Hund, ihr habt so eine sehr, 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 ja, wie soll ich sagen, sehr innige Liebe. Also feiere ich natürlich so etwas. Also ich liebe Hunde auch enorm. Also ich habe zwar noch keinen. Schnell mal Pause. Was passiert da? Was ist das? Also weißt du, wir haben eine sehr innige Liebe. Mich nimmt es Wunder, es klingt easy, komisch aber von ihr eine innige Liebe. Ja, es klingt sehr das. Komisch. Es nimmt mich nicht Wunder, was er anbieten will. Leute, dann sagt er so, bla bla bla, ich will auch einen Hund, ja? Okay. Mit Terminkalender lässt es leider nicht zu, aber ich hätte sehr gerne Mops, weil ich liebe Mops. Oh, also... Die Hunde. Also, das, sorry, das andere natürlich auch, aber ich meine jetzt den Hund. Und, ja, weil. Hat er dich angemacht? Schon schüch, ja. Ich glaube, dass er mich angemacht hat. Nein, ich glaube, er hat auch gesagt, er liebt Titten. Haha, checkst. Also, er hat wollen. Ja, ja. Ich bin verwirrt, mach weiter. Also,
Können wir schon überlegen, was das für ein beschissen schlechter Joke ist? Ich glaube, er hat den aufgeschrieben, checkst du? Ich weiß nicht, und so aber da auf jeden Fall, hat er einen, ich bin sehr gespannt drauf, was jetzt wenn, so als... Das ist die Hälfte. Das baut sich gut auf. Die sind einfach herzig, goldig und ja, also ich kann dich da vollkommen verstehen. Ich hoffe natürlich, du bist richtig gut auch in der heutigen Mantik hineingestartet, mit viel Erfolg, mit viel Kraft, viel Energie und ich hoffe, mit dieser Sprachnachricht kann ich dich richtig geil in die neue Woche reinpushen. Ich bin noch ein bisschen müde, hatte ein längeres Wochenende gehabt, bei mir ist eine Dame noch gesehen, also ich glaube, du verstehst, was ich meine und wenn ich das dir zum ja Schluss fragen dürfte. Das sind ja Fickers unter sich! Ey, Bro! Das sind ja Fickers unter sich! Bro, er hat mir einfach gefunden, er macht jetzt die Sprache. Er macht einen Basler Schweizer Joschna. Aber er denkt, er macht mir die Memo, Bro, und sagt einfach so: ich habe gut gestartet, ja, ich habe noch schnell gefickt. Bro, was, sag, was willst du von mir? Bro, dann sagt mir, ich hoffe, ich habe mit dieser Sprachnachricht. Was bedeutet für dich persönlich Glück und Erfolg? Ich würde sagen, ja, das lass uns einfach gerne mal quatschen. Was bedeutet für dich Glück und Erfolg? Ich würde sagen, lassen wir doch das mal zusammen quatschen. Also er hat gesagt, er wollte unbedingt. Er hat zuerst hat er gesagt, also die, wenn du jetzt so, wenn so die Dramaturgie dahinter anschaust, ja? Ja. So. Wie er das Gespräch aufgebaut hat. Ist so gewesen. Er hat angefangen mit: Hey Aldas, ich sehe, du hast gerne Hunde auf eine sehr komische Art und Weise. Er hat eigentlich einen Slider, Bro. Und dann hat er gefunden, weißt du was? Das ist jetzt ein bisschen komisch übergekommen. Also sage ich ihm: Icebreaker. Ich wollte auch Hunde. Ich liebe Möbs. Also, weißt du, auch Tite. Und nachher, er so: Hey, bleib mir schnell cool, es tut mir leid. Aber du weißt, ich habe gefickt am Wochenende. So for information. Und dann sagt er mir: Hey, was bedeutet für dich, Baba? Hey, Bro, was ist das Sternstunde-Philosophie? Bro, was hat das Gefühl, dass das Ding dir keine? Hey, ich habe dann natürlich nicht auf das reagiert. Natürlich nicht, aber er hat nochmal etwas geschickt. Dann hat er eine Woche später, ich habe plötzlich einen Kalendereintrag gemacht, eine Woche später, nochmal. Scheiße, für dich, du bist nicht mein Typ. Achtung. Ja, guten Morgen, Yoldash. Du hör mal, ich weiß natürlich, dass das Universum riesengroß ist, mit tausenden Milliarden von Sternen. Und gerade Social Media gleicht natürlich auch so einem Universum. Bro. Deshalb habe ich da für dich so ein Sternchen rausgesucht. Ein Sternchen mit dem Namen Yoldash. Deshalb gib mir doch einfach gerne Bescheid und bis dann. Ciao. Bro, also, wieso geht er auf Hochdeutsch jetzt? Genau, Bro, das, dass ich denke, oh, der dumme Ausländer hat mich wahrscheinlich nicht verstanden, also mache ich es lieber ein bisschen einfach. Und er hat gefunden, ich mache es nicht nur Hochdeutsch, ich spreche auch ein bisschen langsamer für dich. Und romantisch. Pascal, so heisst du nicht, aber du siehst aus wie ein Pascal. Oh mein Gott, ich sehe jetzt, wie er heißt. du. Bist, aber warte schon, was hat die zweite Sprache, wenn man so das? Ich weiß nicht, was er von mir wollte. Ey, Bro, ganz ehrlich, Stern, ich schwöre, ganz Bro, ehrlich. Er schon will anmachen. War, ganz ehrlich, er will dich, Bro. Nein, Bro, also es wäre mir eher, danke vielmals, Pascal. Ich bin nicht schauen, interessiert. Aber Bro, nein, ich glaube, er will mir einfach irgendwas verkaufen, sagt er ganz ehrlich. So. Okay, ja. Yeah. Also wieso soll er etwas von mir wählen und dann anfangen mit, ich fix so viel und ich liebe Titel? Aufbauen. Keine Ahnung. Okay, also ganz komisch. Ja, und meine lieben Freunde, ich bin heute hier in dem Kreis, in dem Safe Space und habe gefunden, ich spreche das an, weil ich gerne wüsste, wie würdet ihr reagieren? Ja, also Bro, look, du hast so reagiert, wie ich reagiert hätte, wahrscheinlich. Und zwar mit gar nicht reagieren. Ja. Und sonst, ich weiß nicht, ich meine, ich glaube, wer vielleicht nochmal eine Sprache mehr machen, auch später, ich hätte ihm gesagt, lass mal zu, Bro, lass mich in Ruhe, weißt du nicht, was so, ich bin so. Bleib dein Leben, ich lebe mein Leben. Wieso kommst du einfach reingegrätscht in mein Leben? Ich kann nichts mit dir zu tun haben, Mann. Du kommst einfach stressen für nichts. Bro, ich bin, glaube ich, so. Drei Tage davon eine Sprache mir bekommen, wo er sagt, du bist eh hässlich, du Schlampe. Bro, also am Anfang habe ich nicht gecheckt, aber jetzt mittlerweile, ich würde sagen, er wird dich anmachen. Oder. Oder er wird so subtil mit dir zusammenarbeiten, um dich anmachen. Check. Bro, das Ding ist, das ist typisch Männer, Bro. Männer sind so, jemand redet mit dir, du bist so, Mann, der hat mich wieder anmachen. Bro, ich kann einfach mit mir ein Businessmodell aufbauen. Wie? Ja, fix, ja, über Möbs. Hey, Möbs ja. Importieren von Rumänien. Schau, er hat da einen Post, wo er schreibt, kenne dein Warum. Wenn du weißt, wofür du etwas tust, dann wird Aufgeben gar nicht in Frage kommen. Hey, ist einfach so ein nichtssagendes Profil, Pascal. Bro, so einer, wo seit zwei Jahren irgendwelche Sachen am Trade ist und von Monat zu Monat knapp überlebt, aber der Leute das Gefühl gibt, er hat, weiß ich nicht, man fährt einen Porsche und fliegt auf Dubai jedes Wochenende und was auch immer. Ja, Mann.
Hey, wild, viel. Sehr ja, wild. Ja, Mann, du hast gestern etwas anderes gemacht, was wild ist. Entweder du oder jemand anderes. Aber wer hat Drive-By-mäßig am Samo das 40 auf der Autobahn gegeben? Oh, das ist echt geil gewesen. Das war doch für Dennis gewesen, nicht? Ich kenne nur Pellen im Hintergrund. Ah. Bro, look, das Ding ist eben. Also, mach das nicht noch. Welcome to Jackass. Nein. Bro, look, wir sind gegessen. Und der Semi hat so gefunden. Also wir sind so zwei Autos aneinander am Fahren gewesen, und dann habe ich halt irgendwann ihm gesagt, ciao, und bin dann weggefahren. Yeah. Und er ist so mit 120 gefahren und ich bin so mit 138 oder so gefahren, wegen der Renault Megane. Wegen Fickregler. Wegen Bad Boy. Nein, ich bin einfach halt ein bisschen schneller heim gefahren, ich habe wieder heim als 3 Uhr morgens. Safe, so. Yeah. Nachher schreibt auf einmal so der Sam, schreibt am Deno, er so, ey, ich bin gerade härteste Derdo-Musik, Heartbreak-Musik am Blasen. Ich brauche Ziege, ich brauche Führzeug. Und es sei, man soll bedenken, sorry an dieser Stelle, er ist schon 20 Minuten. Aha, Differenz, er ist schon Differenz, 20 Minuten unterwegs, okay. Auf einmal, der Deno sagt, okay, und dann hörst du so. Nach so 2 Minuten sehe ich im Rückspiegel so leichter am Kurs von dem BMW, wo er fährt, weißt du, von dem. M4. Und ich gehe auf die Seite her, komme mit 80 neben mir und Bro, in meinem Kopf ist so. Nein, Tokio. Weißt du, ich meine? Oder nachher, wenn du es für gehst. Es bin ein. Bro, und dann so, gehen so Fenster runter und der Deno hebt so Führzeug über. Ja. Yeah. Am Semi, der Semi nimmt auch Führzeug, er findet sich Ziggy an, fängt an Halai los, fängt an Tanz und so, Bro, wild. Und hinter der Appellin. Bro, in der Sprachmemo, ich höre zwei Sachen. Ich höre den Wind. Und dann höre ich. Hey, Pellin hat mir gestern gesagt: Oh mein Gott, Leute. Sie so: Oh mein Gott, Leute, wieso macht ihr mich so? Nein, ich rede gar nicht so. Nein, Mann, voll. Voll, das war lustig, Mann. Also, lustig ist eigentlich nicht so lustig, wir machen das nicht noch. Es war sehr fahrlässig, aber wenn ein Bruder muss rauchen im Auto, dann muss ein Bruder rauchen im Auto. Wenn er dert hat, dann hat er dert. Dann ist dert, Mann. Sorry für das. Alles gut. Das zweite Sorry ist, falls ihr reingehört habt, das ist nicht, weil wir einen auf entspannt machen, sondern. Ein bisschen Ambiente. Weil Garagetür ist offen, wegen wir sind broke. Und das Licht von Natur ist besser als gekauftes Licht. Genau. Und wieso? Weil die verfickten Strompreise haben. So gehen sie, Bro, ich kann im Winter einen Liter schauen, Mann. Es geht los, ha? Es geht los. Wir haben im Winter ab 1.1. 35% fast durchgehen, aber in Zürich 0. Bro, weil in Zürich zahlst du 7.000 Stutz für eine Wohnung mit Schimmel. Genau. Und wenn du auf der Bank noch gehst, hast du gerade den nächsten Block vor dir. Ich schwör. So. Und du so, Zürich-Leute so, oh, ich liebe meine Aussicht. Und nachher einfach Beton. Ich bin so kultiviert. Oh mein Gott. Komm schnell, er ist nicht da, aber ich will ja darüber reden, Bro. Komm schnell, der Schüder, hast du sicher jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, oder? Habe ich den Schieder schon ein paar Mal gesehen? Ja, sicher schon. Ja, auch schon. Mal. Ja, wir sind da zusammen Ferien, aber vor dem schon. Ja. Hast du auch das Gefühl, dass Kreis 4 sein Charakter ist? Bro, Kreis 4 ist deine Persönlichkeit. Bro, der Typ in der Ferien erzählt er von 17. Jahrhundert vom Kreis 4. Aber wenn er im Winter gewohnt hat, hat er nicht mal gewusst, welchen Bus er muss, um am Bahnhof zu kommen. Bro, ich verstehe nicht. Er ist so ein Film, Bro. Aber weißt du, ich gönne ihm, Bro. Ein Kollege hat das vorgeschlagen. Ich finde das eine gute Idee. Kurz und bündig Fight Night. Dass wir einen Fight sponsern, dass wir einen Fight organisieren. Und ich glaube, jetzt, hier und jetzt, ich bin gegen den Schidar, glaube ich, fighten. Hey, Bro, ich bin schon gegen den Schidar gewesen. Ich bin das abgemacht in der Ferien. Dann Schidar und der Woody gegen uns. Bro, ich wollte sagen, das ist eine Community voller Liebe, die wir haben. Das hat keinen Platz für Hass. Mit der so unsere Liebe aus. Aber es hat Platz für Füße. Und ich wäre rum, Bro. Und der Schüler hat mir Ansagen gemacht. Bro, mittlerweile, weißt du, ich meine, wenn ich mit dem Schüler unterwegs bin, am Anfang war es lustig. Mhm. Da laufst du rum, er sieht 3 Menschen. Hey, kann der kurz und mündig? Hey. Oder fragt er Leute, hey, kannst du kurz und mündig? Das ist er. So weißt du, zu mich stressen, ist lustig. Mittlerweile, jetzt mal in der Zeit, ich würde ihm am liebsten so einen Nierenschlag geben.
Und so Magenbox, das so nach Luft echt ist. Der Gute. Nein, Mann, es ist, wie gesagt, nur Liebe da. Nur Liebe da nicht. Wir haben ein bisschen zu viel Platz am Fido gegeben, in der letzten Folge. Zum Beispiel noch schnell abschliessen. Nein, im Kreis 4 wohnen ist keine Persönlichkeit. Also wenn du aufpassen bist, wenn du von der Stadt bist und in Kreis 4, weißt du, innerhalb von der Kreis und so, okay. Wenn du von Wind auf Zürich zügelst, bleib deine Fresse. Weil was haben, was haben Berner Hipsters und Skidor gemeinsam? Sie ziehen in Kreis 4 und tun so, als wären sie dort daheim. Oh mein Gott. Ja, so viel zu dem. Aber noch, bevor wir über das weiterreden, reden wir noch ein bisschen mehr über die Strom. Genau, Strompreise. Bruder, schau, meine Eltern haben Solarpanels ausgesorgt. Ja, Mann. Ich und du sind gefickt. Bro. Ab 1.1. 33%. Weißt du wieso? Ich weiß nicht wieso, ne? In Zürich gibt es aber 0%. Krass, 0,3. Also fast keine Erhöhung. Es ist wirklich so wie 20 Grad im Jahr. Ja. Weißt du wieso gibt es im Winter Erhöhung? Wieso? Im Winter wird 20% vom Strom selber hergestellt, der Rest wird gekauft. Zürich macht seinen ganzen Strom selber. Wow. Wieso macht Winter nicht seinen Strom selber? Ey, nimm doch ein paar von deinen verfickten Velofahrern, die den ganzen Tag in Winter rumfahren. Ich schwöre, Alter. Und du ziehst dir wie so ein Hamsterrad, ins Hamsterrad, Alter. Und fang ich schwöre. Hey, Bro. Es kann nicht sein, Bro, dass ich jetzt muss die Energiepolitik ausbaden von den scheiß Opfern, die da die ganze Zeit auf links und grün machen in dieser Stadt, aber bei dem haben sie versagt. Bro, ich verstehe. Veloweg schön und gut, ich finde das geil, aber Bro. Denn, was etwas braucht für Allgemeinheit, wieso muss ich jetzt 30% mehr zahlen? Wer geht in euren scheiß E-Velos? Ich schwöre, ihr mit euren scheiß E-Velos, die den ganzen Tag Strom aufbraucht und aufladet. Bro, es ist wild. Also, weißt, es so, ist wenig, Bro. Es ist aufs Jahr abgerechnet, ist zwischen 300 und 400 Stutz, Bro. Das Geile ist natürlich, das Lustige ist so, all die Posts, die die Internetpersönlichkeiten jetzt machen. Ja. Ich habe letztens einen Post gesehen, wo mir jemand so sagt, ey, der Strom wird teurer, das kannst du dagegen machen. Und dann sagen sie so, du kannst deine Pasta kochen mit Deckel oben drauf. So tust du Strom sparen. Danke vielmals. Der Eisbär, ganz oben in der Antarktis, sagt so danke. Bro, und dann kommt so Maruga Graub mit so Tipps hinführen, wie du kannst Strom sparen und sagt so, ey, keine Ahnung, was hat sie gesagt? Du nie deine Wäschmaschine und deine Dusche gleichzeitig laufen lassen. Und irgendwie, wie heißt der englische, ist das Premierminister, der Boris Johnson? Ja, er ist jetzt zurückgetreten, ja. Er ist zurückgetreten. Also, er hat mich schon. Oh, hast du verpasst? Er ist schon weg, jetzt ist er wieder neu. Auf jeden Fall, er hat letztens so einen Speech gehalten, weißt du? Ja. Und hat so gesagt, ey, und hat so ohne Scheiß 20 Tipps aufgezählt, wie man kann Strom sparen. Und dann haben sie am Schluss gesagt, ja, also was passiert, wenn ich das alles mache? So spare ich ein paar hundert Pounds in it im Monat oder so. Also, nein, wenn ihr so weitermacht, könnt ihr jedes Jahr 10 Pounds sparen im Jahr. Bro, das ist traurig. Du sparst all die Tipps. Was bringt es mir, dass ich 2.70 Franken im Monat spare? Bro, wenn der Hure so ein Betrieb dort 24 Stunden seine Büros beleuchtet hat. Ich schwöre. Fakt. Fakt, Mann. Wieso macht Sulzer Areal ein ganzes Gebäude und im Winter steht dort, weißt du, jedes. Einfach ein ganzes Hochhaus ist leer, aber sie sagen, ja gut, wir machen im Winter einen Tannenbaum drauf aus Bürolicht. Ja, genau. Weil im Winter spielt, machen wir FCW. Ja. Oder nehmt doch einfach die Millionen, die die Stromkonzerne an Gewinn gemacht haben in den letzten paar Jahren und. Wir schieben es einfach irgendwo anders und geben es einfach an die weniger Privilegierten. Ey, aber ja. es ist wieder so, für mich persönlich, ist wieder so, ein grosser Teil muss der Bürger jetzt tragen, ja, es ist immer der Konsument, oder? Genau. Du bist selber schuld, wenn du Strom brauchst. Genau, und ich meine, Bro, letztens habe ich so ein Doku gesehen oder so einen Beitrag gelesen, bin mir ganz sicher, aber unter dem Strich sind die Preise auch so hoch, zu 78%. Zu 78% ist der, also nein, warte. Wenn die Preiserhöhung 100% ist, ist 78% der Grund davon, dass die Unternehmen ihre Marge gut da haben. Und nicht wegen Inflation, Deflation, irgendetwas. Bro, ich kenne mich eh nicht aus. Ich habe nur mal gehört, so irgendwie, Strom ist teurer wegen Russland. Das ist, mittlerweile kannst du das überall bringen. Bro, wie kann ich?
Das ist wie IT mittlerweile. Mein PC geht nicht. Starte mal Computer neu. Bro, ich bin letztens rausgelaufen. Ich habe gesehen, Regen. Ich so die verfickten Russen. Ich so, danke Putin. Danke Putin. Danke. Für nichts. Danke für Regen im September, Alter. Das stimmt nicht. Letztens haben wir die China nicht zurückgeschrieben. Down. Russland und Natasan. Bro, es ist wirklich, weißt du, wenn du würdest recherchieren und dahinter gehen, würdest du. Ey, Bro, es schon nur die Zahlen, die Firmen liefern, Bro. Ja, Bro, die Firmen haben in diesem Quartal von diesem Jahr 3 bis 4 Mal mehr verdient als im gleichen Quartal letztes Jahr. 3 bis 4 Mal mehr, Bro, als Firma. Das sind nicht, ich habe letztes Jahr 10 Franken verdient, jetzt verdient 30. Bro, das sind, ich habe 1 Milliard verdient, jetzt finde ich 4, 5 Milliarden. Das ist wild, ich weiß nicht, was ich sagen. Aber nachher, ja, bei Strompreise gehen du um 30%. So, Ey, Bro, 30% ist schon viel. Also, Bro, es ist so 33 Klapp sogar knapp. Es ist eben schon viel. Bro, eben, ich sage, weißt du, meine, wir reden darüber und wir regen uns auf, aber es gibt Familien, die leben im Existenzminimum, Bro. Mm. Die haben jetzt einfach so im Monat jetzt so 30 bis 50 Franken jetzt mehr ausgegeben und für die sind 30 bis 50 Franken so ein Einkauf für eine Woche, weißt du? Ja. Für euch habe ich einen Tipp. Das Wasser, das ihr benutzt, um eure Pasta zu machen, nehmt es einfach und duscht nachher da drin. Wieso könnt ihr auch Strom sparen? Das ist... Nein, Bro, das ist wild. Das ist traurig, aber ja, uns nimmt es. Was ist denn diese Woche sonst noch passiert? Was ist die Woche passiert? Die heilige Kämpferin vom Islam, die einzige wahre Queen Elizabeth, ist von uns gegangen. Schweige mich. Ey, R.I.P., aber... gestern auch schon im Discord, weißt du, meine, ganz ehrlich, Bro, R.I.P., so, ich wollte nicht sagen, verdient. Garantiert nicht so. Aber ganz ehrlich, ich habe gestern auch schon mit den Jungs im Discord geredet. Scheiß auf sie. Ja. Scheiß auf sie, Bro. Danke, Russland. An dieser Stelle. Danke, dass ich gestorben bin. Danke. Danke, dass wir auch letztens den Match verloren haben. Bro, auf jeden Fall sind nur viele geile Witze gekommen, wie sie gestorben ist auf Twitter. Bro, einer von den Kranksten, was ich gesehen habe, ist die Szene von Borat, wenn er im Hotel ist. Nein, was? Der Borat geht ins Hotel. Wo er den König im Schloss. Und da hat einfach einer so, Prinz Charles right now. Bro, das war ein guter Setup. Ja. Wir sind mal abgesprochen, weißt du? Bro, ich bin gestorben. Wow, ging in der Gaste. Ging in der Gaste. Go do this. Der Bruder hat über 40 Jahre gewartet, glaube ich, zu König. Bro, was für 40? Er ist 70 Jahre gewartet. Nein, ich habe vielleicht noch maximal nee, 20 aber ich meine, König oder so. Mann. Bro, nicht einmal, er einmal umhust. Er ist das Mal, wenn sie vor der Treppe ist, er. Jetzt. You can do it. Komm jetzt, Charlie. Du kannst König werden, das ist ein Job. Nein, ist nicht lustig. Gewalt auf Frau ist nicht lustig. Nein, gar nicht, ist nicht lustig, aber scheiße. Aber an der Queen Elizabeth ist vielleicht ein bisschen lustig, aber sonst nicht. Die Memes sind ey, schon gnadenlos. Bro, auf jeden Fall, ich will noch eines sagen. Einer schreibt so. Ey, die Witze sind nicht lustig. die Person, also irgendjemand hat seine Enkelin verloren, irgendjemand seine Tochter, irgendjemand seine Cousine und das ist alles die gleiche Person. Ich bin gestorben. Und ich nenne so einen White Redneck Missgeburt schreibt so: Mann, fick Feminismus, Mann. Also, was ist das für ein Bitch? Jetzt ist einfach der Typ Queen. Weißt du? Es gibt im Fall, Gabedorf, ich glaube, es ist noch momentan auf Netflix. Ich weiß nicht, was sie heißt. The Queen's Gambit. Nein. Es heißt. Es ist eine Doku-Serie, die heißt Explained auf Netflix. Und dort hast du so. In kurzer Zeit wird die Sache erklärt. Oder ich bin nicht mehr sicher, ob es das ist, aber irgendwo, in irgendeiner Doku-Serie von Netflix, geht es darum, dass sie so das ganze König und so weiter von England auseinandernehmen. Ja, die Monarchie dort. Genau. Und das Ding ist, Bro, die Queen oder jetzt der King, die haben eigentlich nie Möglichkeit, zum politisch Einfluss zu nehmen. Die können keine Entscheidungen durchboxen, kein Gesetz, keine Regeln, nichts. Das ist doch mittlerweile nur ein Titel. Das oder? Ist Marketing, Bro. Bro, die Royal Family, das ist nur noch Geldmacherei. Die machen Geld mit. Also, das ist wirklich Clan-Style. Die haben die kränkste Immobilien in England, die ihnen gehört, ihre Familie. Die haben so. Wie heißt das die Sachen, wo du kaufst, wenn du Tourist irgendwo gehst?
Souvenir. Souvenir, genau. Voll Blackout, Alter. die nehmen Fake Cash mit Souvenir ein. Ja. Die machen so Sachen wie mit vor Medien gehen. So, das ist bewusst, dass sie halt immer noch relevant sind. Also, du wolltest sagen, Royal Family ist einfach Kardashians von England. Ja, Bro. Original. Das ist nicht mehr relevant. Bro, was für eine Vergleichung, Bro. Bro, aber die Monarchie bringt gar nicht. Was, stell dir vor, irgendein Gesetz wird angenommen, dann geht jetzt Queen oder King geht so, ey, das will ich nicht. Okay, wer juckt? Also, was soll ich schon machen? Also, ich bin politisch überhaupt nicht da drin. Ich weiß nur, an oberster Stelle sind ja die Illuminati. Und nein, übrigens, was ist mit all den Menschen, die bis heute glaubt haben, dass die Queen ein echter Mensch ist? Gute Frage. So, jetzt. Ja, wahrscheinlich hat das auch, weißt du, sowieso, sie ist gestorben, weil sie hat ihren Plan erfolgreich durchgezogen, jetzt kommt der King. Keine Ahnung. Das ist ja so eine wilde Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorie, kannst ja nicht irgendwie sagen, und jetzt, der hat dich angeschaut vorher. Und dann sagst du, und jetzt ist nicht aufgegangen, die Lüge, sagt er, ja, bin nicht passiert. Nein, weil die glauben ja wirklich daran, die glauben ja, dass die Queen ein echter Mensch war. Ja, ja. Aber ich meine, das ist auch so eine. Es gibt so eine Handvoll Verschwörungstheorien, die finde ich so irgendwo durch. Ist verständlich, dass man das so über das streitet, weißt du? Ja, es kann irgendwo durch sein, aber so echte Menschen ist so, hä? Also, weißt du, erstens das. Und zweitens, alles mit der Erde ist flach. Also, ich muss auch nochmal sagen, wenn Erde wirklich flach ist, wem juckt es, Bro? Also, dann ist, also, weißt du, so, wieso sollte, es geht ja darum, dass wieso sollte der Staat so viel Energie und Ressourcen brauchen, um uns zu sagen, dass sie rund ist? Du checkst nicht, Bro. Du siehst das große Ganze nicht. Ich glaube, ich sehe nicht. Du siehst das große Ganze nicht, Bro. Ich und du sehen es nicht, aber die anderen schon. Ah, okay. Ich und du sehen es nicht, aber die anderen schon. Irgendetwas ist dort. Genau. Ja. Was ganz lustig ist, so, ich habe meiner Mutter gesagt, ich so, hey, Mami, Queen ist gestorben. Sie so, von unserer Diana. Ich so, Diana? Wie meinst du, unsere Diana? Ich so, ist sie mit ihr im Dorf aufgewachsen? Ey, nein. Wild, sehr wild, sehr wild. Diese Woche ist, abgesehen davon, dass sie gestorben ist, nicht viel eigentlich passiert. So bei mir. Sag dir ganz ehrlich. Mhm. Ich muss jetzt überlegen. Ey, Bro, es ist wirklich tote Hose. Ja? Ja. Das Wetter aber ist ja auch ein bisschen. Ich muss auch sagen, Bro, eben, jetzt ist. Es stresst mich so, Bro. Es fängt wieder an, dass du musst überlegen, was du anleihst, bevor du rausgehst. Ja, Mann. Weil es ist so ein grusiges. Es könnte jeden Tag zwischen 17 und 18 Grad sein, 16 und 20 Grad. Ja. 20 Grad ist noch okay mit Kurzhose und T-Shirt. Ja, Mann. Wenn es aber geht, Kurzhose und Pulli so. Ja, du bist ein Verfechter von dieser Kurzhose und Pulli-Kultur, gell? Ja, ich weiß nicht. Jetzt das Ding ist, lange Trainer oder lange Hose und T-Shirt, ich finde es komisch. Mhm. Und mach ich auch nicht gern. Ja, und ich habe gerne ein bisschen Luft. Ja. Und deswegen sage ich so. Ich halte schöne Wedli. Ja, lieber kurze Hose. Vor allem wegen behaart. Scheißegal. Ja. Und dafür ein T-Shirt und ein Pulli und dann, wenn es warm wird, tagsüber Pulli ausziehen, fertig. Was ist machen mit Hosen, wenn es tagsüber warm wird? Mit Unterhose und T-Shirt hier. Bruder, kennst du die geile Dreiviertelhose, die du mit Reißverschluss wegnehmen, der untere Teil? Ja, ja, ja. Oder 7/8-Hose. Auch Fashion Statement. Ja. Kennst du Dings? Die, wo. Ich habe das. Wirklich, ich weiß so, Freunde, das ist nur so ein Notfallplan, aber mittlerweile. Bro, Jeanshose ganz ulitzen. Dass wir die Kurzhose sind. Checkst? Nein, nie gemacht. Das ist so. Der aber dann hast du ja so breite Hose gehabt, Bro, wie der 80er oder was? Bro, ich weiß nicht, aber einfach. Es ist kein Brot mehr durchgekommen. Es war ein bisschen am Sterben gewesen. Mm-hmm, aber Schönheit muss bekanntlich leiden. Normal, Mann. Drip. Lieber Drip als. Hey, bei mir ist die Woche etwas passiert. Bei dir läuft immer etwas. Ich bin. Kennst du den Libero, den Lukas? Er hat damals im Dalis, wo man ab und zu mal. Hat er Poetry Slam Night gehostet. Also optisch sicher, der Name ist jetzt. Yeah. Und er hat jetzt angefangen, seit ein paar, ich glaube, Monaten, sorry, wenn ich es falsch sage, hat er Poetry Night, wo er hostet. Stimmt, aber Poetry Slam etwas gewesen? Im Kosmos. Ja. Und ich finde so, Poetry Slam ist das gleiche wie ein Museum. Mhm. So, sind wir ehrlich, keine fühlte Scheiß, Bro. Was passiert denn bei also, Poetry Slam? Look, Poetry Slam ist ja grundsätzlich, ist eigentlich so ein bisschen ein Gedichte. Oder wenn du willst, ein A Cappella-Rappen.
ja. wo Leute einfach ihre Texte vorlesen. Verstehe mich nicht falsch, ich habe größten Respekt vor dieser Kunstform, weil ich kann es nicht. Ja. Aber die Leute, die da drin sind, haben meistens einen massiven Stock im Arsch, Bro. Also es sind wie die Leute, die ständig in Museen gehen. Bro, geh doch mal ins Museum und poste keine Story. Und dann schauen, dann schauen wir, wie viele Leute wirklich ins Museum gehen. Dann hast du das Thema aufgemacht. Oh mein Gott, Bro. Ich stirb fast mit dem Thema. Bro, und ich habe größten Respekt vor dem Lucky fürs Hosten von dem. Und er gibt ein Table an den Leuten und sagt, so kommt auf die Bühne und tut eure Kunst vortragen. Es kann jeder machen, was er will. Und wirklich nochmal, mein größter Respekt, Chiara ist dort, ich bin mega Fan Chiara. Sie macht sehr gutes Zeug. Der Didi hat sogar etwas a cappella gemacht. Mega schön gewesen. Und dann sind die Leute so zu mir gekommen und zu ein, zwei Leuten haben gesagt, Bro, komm, mach ein bisschen Comedy und so. Dort ist spontan? Weil das ist noch Open Mic gewesen. Okay, Open Mic ist so, am Schluss ist das Mikrofon auf dort und man kann sich anmelden und dann kann auch jeder gehen. By the way, Eminem ist auch so Fame geworden. Genau, ich und Eminem. Und sorry, Eminem nicht. Und das Ding an Open Mics ist so, du gehst dort hin, um deine Sachen zu testen vor einem Publikum, um zu schauen, wie kommen jetzt an. Yeah, yeah. Bevor du dann irgendwo angehst, wo dein Name auf dem Flyer ist, checkst. Voll. Bro, ich bin gegangen und du weißt, wie meine Witze sind. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin da der Andrew Schulz von der Schweiz, aber ein paar sind schon ein bisschen grenzwertig und ein bisschen. So, ist das noch politisch korrekt, was ich sage oder nicht? Ja, weißt du, was ich meine? Ja, so. Aber es ist halt die Art, wie ich cope mit gewissen Sachen. So. Hey, und ich muss sagen, ich habe gelernt Sachen. Und eine von den Sachen, die ich gelernt habe, ist, dass die linke Poetisch Slam Schweizerinnen Szene nicht das gleiche Publikum ist wie unsere Shisha Bar Kanaki Jungs. Ich bin so, hast du einen Witz gemacht so. Und dann habe ich gesagt, scheiß auf dich. Bro, ich habe ein paar Witze gebracht. Aber ich habe uns ein paar Witze gebracht und ein paar sind vielleicht ein bisschen. Es sind nicht mal die. Ich sag, bei Gott ehrlich, es sind nicht mal mach die. Mach mal einen zum Beispiel. Bro, eine, ich habe gewusst, du sagst das, jetzt muss ich überlegen, was ich witzig gemacht habe. Sag mal irgendeinen, wo jetzt eben gesagt hast, eben, zum Beispiel das Publikum hat nicht so reagiert, wie du es. Bro, zum Beispiel, ich bin so auf Stage gegangen, ich so, hey, für die, weil der Luki hat mich so angesagt, weißt du, er so, heute haben wir eine Legende, eine Berühmtheit da und so. Er so, kennt ihr Josh Negroni, jetzt kommt sein Comedy-Auftritt. Ich bin so, ah, auf Stage, ich so, was läuft und so, weißt du, und nachher. Habe ich so gesagt, ja eben, für die, die nicht wissen, was ich bin, so, ich habe verschiedene Persönlichkeiten. Ich habe so gesagt, meine Persönlichkeit besteht daraus, dass ich Filmemacher bin und Podcaster. Also kurz gesagt, ich bin ein Mann mit viel, viel zu grossem Ego. Yeah, und was ich auch noch bin, ist ein Kanake. Yeah. Und so, für die unter euch, die nicht wissen, was ein Kanake ist, ich bin, Kanake sind die, die all die blonden Schweizerinnen da nach dem Ausgang heimnehmen, um ein Papi eins eindrücken. Yeah. Und alle so, hä? Weißt du, so der. Okay. Und irgendwie habe ich dann so. Bro, und irgendwann ist es dann halt ein bisschen. Was habe ich noch gesagt? Bro, ich habe so Witz gebracht, ein bisschen. Wie so in die Richtung. So, kann jemand mal der linke queere Szene sagen, man kann auch links sein, ohne eine grusige Frisur haben? Weißt du, was ich meine? So. Ohne die Telefrisur. Aber es ist easy, weißt du, do your thing, bro. Ja, fix. Hey, Mas, schau mal, ob das noch immer wieder ein bisschen, weißt du, ich habe ein bisschen Sorge, dass Speichern nicht landet. Bro, und dann hat er, hey, Bro, ein paar Witze, also ich habe ein paar Witze gebracht, so wie immer, so zum Beispiel die Bienen-Story habe ich probiert, nochmal ein bisschen anders erzählen. Und nachher ist ja der grosse Aufhänger am Schluss, ich so, sie gemeint, ich habe Down-Syndrom, sie gemeint, ich bin behindert, und ein paar so, das ist Ableism, weißt du, und so, das ist noch fun, ey. Und, Bro, ein paar haben dann mega gelacht und so, und dann bin ich so von dieser Stage, aber und es ist so ein bisschen halbherzig, aber auch so ein bisschen, Bro, ich habe so gemerkt, es ist nicht der richtige Ort. Ey, du Humor. Genau so. Was? Hey, ich bin dann nachher noch ein paar, also sind so zwei, drei gekommen und gesagt, hey, danke fürs Auflockern von dem Ganzen, du bist mega lustig. Und ein paar sind vorbeigelaufen und dann gesehen, sie geben mir Schuld am Patriarchat, weißt du, was ich meine? Ja, so ein bisschen das. Ey, Bro, mittlerweile, also. Wie soll ich das sagen? Du hast ja gewusst, wo du deinen Auftritt machst. Voll. Und es ist schwierig, dort allen es recht machen. Voll. Aber es war easy, weil ich habe, ich sage jetzt, ich habe wirklich ein paar Sachen testen und ich weiß, dass die. Bist du das, wo das immer macht? Nein. Aber okay. So bewusst. Und dann habe ich ein paar Sachen testen und es ist, wie gesagt, nicht so gut angekommen. Ja. Ja, ich hatte dann so einen von den Witzen so gewesen. Ich so, hey, weißt du, ich habe über Therapie geredet und so. Und dann habe ich so gesagt, wer von euch geht da in Therapie, steckt mal auf, und dann habe ich es aufgesteckt. Dann habe ich nichts mehr gesagt.
Dann habe ich gemerkt, die Leute sind ein bisschen komisch drauf. Ich so, ah, haben die einen Witz erwartet? Nein, ich habe nur geschaut, weil ich nachher so anspreche. Oh mein Gott. Es ist okay, es ist okay, weil ich bin auch in Therapie. Bro, aber eben, Leute haben es nicht so gefeiert. Hey Bro, eben, du kannst, ich meine, wenn du es jedem recht machen in diesem Raum, oder hättest du es jedem recht gemacht, dann wärst du schon längstens, weißt du, so Berühmtheit, so Stand-up-Comedy. Ja, Bro, es sind halt ein paar Witze, ich komme halt einfach nicht so gut an, weil ich habe letztes Jahr auch irgendwie irgendwo so gesagt, hey, ich bin voll pro Feminismus, in allen Aspekten. Yeah. Ich sehe mich auch selber als Feminist und ich probiere, ein Feminist zu sein. Mhm. Was bei mir aufhört, ist irgendwo durch so bei dem ganzen Body Positivity Movement. Yeah. Nicht wegen Leuten, die übergewichtig sind oder sich nicht wohlfühlen, aber ich bin der Typ, der nachher im Gym sein muss und alte Männer ihren Schwanz sehen muss. Wie sie so findet, free my body. Und dann habe ich den Witz gebracht und gesagt, was bin ich, ein Praktikant beim SRF? Oh Mann. Ja, nu, es kommt halt nicht so gut an wie den Leuten, aber es ist halt wahr. An der Stelle SRF, wenn ihr uns jemand sponsern wollt, ich habe nichts gegen Schwanz. Geh zu ihm. Ja, Mann. Hey, nein, ist easy, aber ist lustig. Ich muss sagen, ich bin dort angegangen und ich habe so ein bisschen. Durch ein paar Comedy-Auftritte und durch dem, Alhamdulillah, dass der Podcast so gut läuft und wir so gute Backlash bekommen, habe ich natürlich anstehen und merke, meine Witze kommen nicht gut an, aber Juck. Ich finde es trotzdem sehr lustig. Ja, weißt du, was ich meine? Und ich bin dann beim Rauslaufen, wo die ganze linke Szene ihre Velos geholt hat. Und ich so denke, oh nein. Ich gehe jetzt in meinem Dieselauto. Rum. Nein, gut. Ich bin froh, dass die linke Szene so recycelt tut alles und auch ihre Velos ausstattet mit dem Mikrokörb hinein, weißt du? So. Ja. Es ist danke, dass es so gibt. Ja. Ich habe jetzt ein Video gesehen. Mhm. Und in dem Video geht es darum, dass der eine, die Ami, sich wie ein Mexikaner angelegt hat. Mhm. So ein typische, weißt du, so mit so Sombrero und so, genau, so ein Poncho und so, ja. Genau. Und dann sind halt Leute in der Schule gefragt, hey, ist es eigentlich korrekt, was ich jetzt anhabe? Mhm. Und dann hat halt normal haben die viele von der Schule gesagt, hey, nee, weißt du, du tust dich kulturell bereichern an dem, ja, wenn du ja. Zugehörst. Das ist nicht cool, du hast noch so ein Ding in der Hand, weißt du. Yes. So ein und so. Yeah. Einer geht direkt in angefickt, so, nein, Mann, was läuft mit dir, zieh den Scheiß aus und so. Mm-hmm. Das kannst du nicht bringen. Nachher ist er einfach so zum Mexikaner gegangen. Mm-hmm. Er sagt, hey, wie findet ihr, wie sehe ich aus, die sehr geil und so, weißt du. Er so, ist eigentlich okay, wenn ich so unterwegs bin, so störe ich euch. Mm-hmm. Und dann die so, nein, vor sie, weißt du, ich finde es lustig und so. Jetzt yeah. Meine Frage, Meinung. Bro, also ehrlich, willst du ehrlich wissen? Bro, deswegen frage ich auch ehrlich. Schau, yeah. Ich sage dir ganz ehrlich, die Videos kann ich nicht ernst nehmen, yeah. Weil er schneidet halt das zusammen, was er will. Yeah. Weißt du, was ich meine? Yeah. Und du weißt nicht, wie viele von diesen Non-Latin-People gesagt haben, mir ist noch scheißegal. Yeah, und wie ja, von den Latin-People gesagt haben, ist cool. Okay, du sagst, er hat extra die Negative dazu gesagt und dann die Positive, wieso hat die übertrieben immer? Sag ich. Ich finde, dass okay, aber scheiß die, mal auf das die kulturelle Aneignung, das ist ja im Englischen ist es Cultural Appropriation, yeah, sagen wir dem. Hey, ich persönlich finde es wirklich problematisch, wenn Leute zum Beispiel. Oder machen wir ein anderes Beispiel. Yeah. Mir sieht jemand im kurdischen Schawler zum Beispiel vor uns. So mit schönen kurdischen traditionellen Kleidern. Yeah. Und das ist ein offensichtlicher Schweizer. Es ist er, wo er jetzt die Sprache yeah. gemacht hat. Yeah. Was würdest du ihm sagen? Bro, ich finde, wenn er so rumläuft und versucht Comedy zu machen und sich an Stereotypen bedient von der kurdischen Community, ich kann jetzt ehrlich gesagt keine sagen. Yeah. Aber wenn er das macht und seine Cousine heiratet, dann finde ich das falsch. Mach so. Wenn er kommt und nachher einen behaarten Rücken hat, dann finde ich. Nein, weißt du, was ich meine? Wenn du zum Beispiel. Ich muss ein anderes Beispiel machen. Zum Beispiel, ich habe gesehen, dass der Hamza Raya hat in einem Sketch mitgemacht und er so das typische osmanische Käppli anhat. Ja. Weißt du, das rote mit dem. Ah, ja, mit dem Bömbeli und er hat so Schalwar und so. Ja, fix. Finde ich wirklich nicht lustig, Bro. Ich finde ihn generell nicht lustig. Ja, ja. Oder zum Beispiel auch, wenn ich jetzt Kaya Janar seine Sachen anschaue und er spielt den Charakter, der Ranjit. Ja, yeah. Okay, und macht so lustig, yeah. Extra den Dialekt. Ja, finde ich nicht lustig. Finde ich nicht lustig, Bro. Der 18, ich finde es wirklich nicht lustig. Ich habe damals mit so 12 lustig gefunden. Ja, voll. Aber mit der Wille.
bist du auch weiter im Kopf. Genau. Oder eben, wenn jetzt so irgendwelche White Girls ihre Geburtstagsparty machen und nachher sich anlegen wie... Indianer. Ja, also halt Ureinwohner, Indianer. Sorry, ja. Finde ich einfach so, Bro, also weißt du, nachher spielen sie Cops gegen Indianer und so. Und Bro, eben, ich finde es wirklich... Eben, es hat ja letzte Diskussion gegeben, wo so das Konzert abgebrochen ist, weil gewisse Leute Rastas hatten, wo weiss sind. Ich finde es eine sehr heikle Diskussion, aber ich finde auch, wie in vielen anderen Diskussionen, ist, wenn du nicht betroffen bist von dem, dann hab deine Fresse. Hab einfach deine Fresse, das ist ganz einfach. Hab einfach mal deine Fresse, Bro. Also, deswegen, jetzt in Bern, ist ein gutes Thema. Ist das das mit der Rastas gewesen? Genau, ja. Die sind ja... Oder Dreadlocks, sorry. Ja, die sind ja fett. Also, Leute haben wirklich versucht, die kennenzulernen. Die haben wirklich so versucht, einen Zugang zu treiben, weißt du? Ja. Dass die einfach gecancelt werden. Ja, genau. Und dann hat SRF einen Beitrag gemacht und hat sie gefragt, hat Leute gefragt am Konzert und hat dann Wissenschaftler gefragt. Ja. Und dann haben die, weißt du, die Leute am Konzert so, das kann ich nicht bringen, so ein Scheiß, ne? Die selber haben gesagt, ey, look, wir verstehen ihre Ansicht, wir respektieren das auch. Wir haben jetzt aber, wir haben jetzt weder, weißt du, so extra so tat, wären wir die. Wir haben einfach mehr so gemacht, wie das hat, weißt du, so, halt, wie soll ich sagen, so, sie leben die Kultur nicht aus. Ja, es ist eine kosmetische Entscheidung. Genau, so. Was auch immer. Und dann so der eine Wissenschaftler, wo dunkel ist, hat dann, ich glaube, Uni Basel, Uni Bern, hat dann gesagt, ey, look, das, was die jetzt gemacht haben, das ist so wissenschaftlich, kein kulturelle Aneignung, weil es ist ja nicht einmal so weit, dass sie wie anfangen so... Sich an der Kultur bereichern und sagen, ich mache jetzt keine Ahnung was. Jamaikanische Musik oder ich mache irgendeine andere Musik und tue jetzt eine... Und verdienen Geld auf Rücken von der, der jamaikanischen Person. Genau, und dort habe ich auch gefunden, weißt, ich so, ich habe die Band noch nie gehört, noch nie, also einfach voll viral. Und dann, was mir halt aufgefallen ist, die dann halt gesagt haben, so wie, das kannst du nicht bringen, das ist... Das ist nicht korrekt. Ne? Sind was? Das sind Leute, Sex, die nicht betroffen sind. Ja, einfach Leute, die nicht betroffen sind. Und es sind immer irgendwelche Linke, ich muss es sagen, Bro, ich bin selber links, Bro, raus. Aber es sind einfach irgendwelche linke White People, die finden, das stört mich jetzt und ich muss jetzt ranten über das. Aber Bro, es ist nicht deine Job Plattform. Zum, es ist nicht zum entscheiden, Plattform. Was mich kann stören und was nicht. Oder es ist was nicht deine Plattform, zum darüber diskutieren, ob jetzt... Es hat auch letztens wieder so eine Diskussion gegeben, wegen der Brasserie irgendwo, wo einen Namen hat. Okay, ja. Wo rassistische Grundfehler hat, weißt du? Ja, finde ich voll okay. Aber wir haben genug Leute, die wirklich betroffen sind von dem und sich können dafür einsetzen, zum Beispiel. Dann auch Platz geboten werden und ihre Stimme antun. Aber es muss nicht irgendein... Es kränkt zu White Girls, die findet, ich gehe jetzt dort an und setze mich jetzt ein für die armen, dunkelhäutigen Menschen, die selber keinen Platz haben in unserer Gesellschaft und das nicht können. Heb einfach deine Fresse, es ist nicht dein Punkt. Also, wo du dich kannst einsetzen kannst, ist ja. Du kannst ja das ganze System, wo zum Beispiel teilweise so Rassismus im System drin ist, weißt du, du kannst gar nicht gross etwas dagegen machen. Was soll ich als Beispiel nehmen jetzt? Ja, Bro, zum Beispiel bist du in einem System, wo Rassismus reproduziert. Ja, hast du vielleicht Familienmitglieder, die nicht so woke sind wie du? Gut, benutze deine Energie und geh mit diesen Personen reden. Genau. Reflektiere ihr Verhalten. Sag ihnen, was man könnte anders machen könnte, zum Beispiel. Du die Energie, wo du... Also weißt du, mindestens die Hälfte, sage ich jetzt mal, von der Energie, die du in das innen streikst, indem du das Gefühl hast, du kannst jetzt für andere reden und sagen, was andere können stören und was nicht, du die Energie dazu brauchen, zum, weiß ich nicht, Bro, aktiv werden, wo deine Energie etwas auch bringt, etwas macht, etwas kann bewegen, wie zum Beispiel, kein, ob es jetzt Politik ist, ob es in einem Verein ist, ob es auf eigene Faust irgendein paar Mails machen hat, gemeint, was auch immer, irgendein Scheiß, weißt du? Ja, aber was bringt es, dass du jetzt drei Sänger, kannst du anficken und in den letzten 300 Tweets nur über sie sind und irgendeinen Hashtag trenden lassen, nur damit die nachher ihr Leben kaputt ist oder die keine Eier haben, zum nächsten 3-4 Jahren Musik machen, weil sie das Gefühl haben, sie werden wieder auseinandergenommen. Ja. Das sind einfach auch Leute, die nachher am Abend ins Bett gehen und finden, so, ich habe heute die Welt ein bisschen besser gemacht. Du scheiß Dreck hast gemacht, Mann, du scheiß Opfer, Alter. Ich mache es nur wegen der Cam, nochmal kurz. Okay. Ja, Mann, wie lange sind wir aufnehmen?
45 Minuten. Okay. Chillig. Hey, easy, mindestens granted. Aber wirklich, ich finde es wirklich auch. Also, hey, ich muss. Ich muss auch schnell sagen, ich habe letztens den Namen gesagt, ich würde sie auch gerne einladen. Ah ja, fix, ja. Weißt du, wer ich meine? Ja, Davina Zecchiri. Genau, Ritora. Nein, und dann können wir vielleicht ein bisschen mehr in das Thema eingehen, kulturelle Aneignung und sie ist ja Winterthurerin und sie ist Aktivistin. Safe, da können wir ein gutes Gespräch führen zu dir. Das sind alle genau. Ein bisschen... Auf das freue ich mich auch. Safe. Da können wir noch ein bisschen mehr auf das eingehen. Aber wirklich gesagt, in erster Linie überlegt euch wirklich so, bin ich als Mensch in meiner Identität von diesem Problem betroffen oder nicht? Und es bringt einfach wie nichts, wenn eine weiße Person, die nichts mit der ganzen, es tut mir leid, ich bin nicht so informiert, aber mit der ganzen Rastafari-Kultur zu tun hat, mit einer anderen Person diskutiert, eben so, oder im Namen von einer anderen Person redet, finde ich immer sehr kritisch. Aber ja, ich glaube, das haben wir uns jetzt unseren Punkt klar gemacht. Ja, hoffe es. Hoffe es. Ja, Mann. Und das ist die Woche so passiert, ja. Und ich habe übrigens auch mit der Schule angefangen. Geil. Wie ist eigentlich Schulstart gewesen? Du hast noch kein Nasenpiercing, Bro. Geil. Ich habe übrigens von meinen lieben Freunden und Freundinnen habe ich so eine Wundertüte bekommen. Ja, kennst du die Schulanfang? Ah, danke, sorry. Gruß. Die Schulanfangstüte. Und da drin hat es ein paar lustige Sachen gehabt. Genau, ja. Ich habe einen Vorschlag gemacht, aber darf ich fragen, hat es Nagellack drin? Ja, es hat Nagellack. Geil, Mann! Ich habe einen schwarzen Nagellack bekommen, ich habe Aperol Spritz bekommen, ich habe so ein paar Stifte bekommen. Hast du einen Teller bekommen? Nein, kein Teller. Kein Teller? Nein. Das wäre noch geil gewesen. Was ist so Teller? Für Tellerfrisur. Ah, nein. und ich habe Aperol Spritz, habe ich gesagt. Mhm. Und natürlich so Mate. Damit meine Integration in die linke Kunstszene ein bisschen einfacher verläuft. Und vielleicht tue ich jetzt einfach extra meine Nägel anmalen. Bro, mach das. Do you. Ich komme irgendjemand und beschwert darüber, dass du deine Nägel schwarz angemalt hast. Der Deno hat letzte, hast du das gesehen? Er hat letzte Tweets gemacht darüber, was die Wettquote wären. Dass ich gewisse Sachen mache, die Linke machen. Fix, ja. Dann habe ich einfach so ein bisschen reingeredet. Bro, es ist sehr lustig, ich müsste sie nachher mal suchen. Safe. Hey, ich bin noch in einem Seminar drin. Also ist noch nicht der Schulanfang. Es sind jetzt die ersten zwei Wochen. Ja. Sind so wie eine Art Seminar, um alle Personen kennenzulernen, die in dem Studium sind. Und in dem Studium sind verschiedene Departemente. Es ist nicht nur Film, sondern es ist Film, Theater, Schauspiel, Theater, Regie. Ja, also so, wir sind so 6 Studiengänge jetzt in diesem Seminar. Und ich muss ehrlich sagen, ich möchte nicht viel dazu sagen, weil vielleicht ist die eine oder andere Person am Losen. Darum, ich möchte wirklich nicht viel dazu sagen. Ich möchte einfach sagen, ich habe vor 12 Jahren Theater gespielt. Ja. Und ein paar Sachen sind ein bisschen weird gewesen. Mhm. Und die Sachen sind einfach auch heute noch weird. Ja. Aber es ist schön, dass... so eine Bälle gehabt, zum Vorstellen. Und nein, es ist, Bro, ich sage jetzt einfach etwas, ich erzähle einfach etwas. Mhm. Und ich möchte das nicht werten. Okay. Weißt du, was ich meine? Ich mache das für dich. Du musst auch nicht werten, Bro, du kannst es einfach annehmen, wie es ist. Okay, und dann kannst du sagen, okay. Wir sind in dem Raum gsi und dann irgendwann sind sie so zu uns gekommen und sie haben so in der Mitte haben wir ganz viel Stein gehabt. Und so 2 Kilometer lang Seil einfach aufgerollt. Und ein paar Scheren. Ja? Und dann haben sie gesagt, ich bin jetzt die nächsten 2 Stunden müssen jetzt komplett ruhig sein. Ich darf nicht reden. Und ich könnte alle Sachen, die in dem Raum sind, benutzen. Und dann haben die Leute angefangen, die Seile zu nehmen und so eine Kunstinstallation zu machen. Verstehst du? Sie haben so das Seil feinig auf den anderen gespannt, sind so Steine genommen, in Seile gewickelt und die Seile so runterhängen lassen. Und die weird-ass Theaterkids, ich habe gewertet, die Theaterpersonen sind dann dort gehockt mit den Steinen, haben so die Steine angeschlagen im Rhythmus. Und ich bin dann ziemlich schnell auch in die Ecke geguckt. Ja. Zu den anderen Neandertaler.
Und habe so meinen Laptop für genommen. Ja. Yeah. Dann habe ich ein bisschen angefangen, Büro machen, Bro. Besser. Papa-Typ. Kopf unten. 2 Stunden besser, bist du so produktiv, als irgendein Stein etwas machen. Und ich muss auch sagen, weil ein paar, wahrscheinlich, sind wir ehrlich, ein paar Kennex und Ausländer vor gut 15 Jahren die Kinder in der Schule gemobbt haben, yeah, bin ich jetzt so verdammt, mit ihnen in dem Seminar hocken. Ja, genau. Nein, aber es ist wirklich, ich muss ehrlich sagen, es ist ein erfrischender Schulstart. Gut, gute Wörter ausgewählt. Danke vielmals. Und ich freue mich auf das, was kommt. Ja. Vor allem, weil nachher bin ich nur mit den Filmleuten. Vielleicht ist ja ein Dings. In 2 Wochen ist vielleicht kein Stein, vielleicht ist Granit. Genau. 2 Wochen später ist nochmal etwas anderes. Genau. Nein, ich freue mich auf den Schulstart, weil ich glaube, es wird spannend. Mit allem, was wir machen, wir haben bald den Auftrag, dass jeder von uns Doku filmt. Geil. Vielleicht mache ich eine Doku darüber. Über mich. Wie fest du musst gemobbt werden im Leben, um nachher Theater studieren. Ja, fix. Hey, fuck, ich habe viel zu fest gewertet. Mein Name ist Serhat. Ich bin... Ich bin Dafakar. Ja, Mann. Hey, du hast vorher das Thema aufgemacht. Mhm. Ist mir überhaupt im Museum gsi und hat mir überhaupt Kunst aufgenommen, wenn es kein Spotify gibt, wo jemand vorhin aufnimmt, wie man das Bild anschaut? Fairer Punkt. Bro, wieso? Also, ich verstehe schon, weißt du, so, keine Ahnung, oh mein Gott, krasses Bild, mach ein Bild von mir und ein Bild. Aber, Bruder, du kannst mir nicht sagen, du bist gestern Shisha rauchen, Bro. Hast eine ganze Wassermelone auf der Shisha gehabt. Hast noch mit dem Typ gestritten, weil du denkst, dass die Wassermelone Shisha nur 30 Franken kostet und nicht 50. Und morgen bist du Kunst und schaust über irgendeinen Franzosen, der ein Bild gemacht hat von einer Bauernfamilie. Ich weiß, was du meinst. Und die zwei, der Mann und die Frau, die so mit dem Mischgabel dort sind. Du gehst dort hin und schreibst irgendetwas über gross und mächtig sein und dranbleiben als Bilduntertitel. Bruder, wieso? Wieso? Für was? Wer willst du verarschen, Bro? Ja. Ich stand völlig hinter deiner Meinung. Also, Bro, ich bin auch schon ab und zu im Museum gewesen, aber zu keinem Zeitpunkt, habe ich gedacht, das wäre. Die Leute müssen sehen, ich bin kultiviert. Gut, du hast ja auch nicht den Drang, um dein Leben. Ich weiß auch wenig, aber genau. abgesehen von dem, Bro. Bro, schau, ich habe gestern oder vorgestern gerade Erfolg gelesen von Sternstunde Philosophie. Ja. Von jetzt, wo ich in der linken Kunstszene bin. Was ist das? Das ist ein mega spannender, wie soll ich sagen, Podcast eigentlich, aber es ist eigentlich eine Show. Wir ficken da jetzt nichts. Es ist eigentlich eine Show vom SRF. Okay, ja, wir ficken da jetzt. mit einer Moderatorin, die ich wirklich mega toll finde. Bro, sie ist wirklich sehr gut. Ja. Und sie haben ganz viel spannend, also du, wo auf Doku steht, ja, das wäre noch recht spannend, weil sie haben sehr viel Gespräche mit sehr interessanten Leuten. Und die eine Show hat geheißen, also eben Podcast ist es nur, weil es ist eigentlich ein Fernsehformat, aber yeah, man nimmt es halt auf und tut es auch als Podcast aufladen. Yeah. Und eine Folge, die ich gehört habe, die heisst «Ich poste, also bin ich». Und dann ist es auch darum gegangen, was Social Media und das ständige erreichbar wollen sein und das ständige wollen posten mit uns macht. Und vor allem auch, was so die Influencer sind und was sie ausmacht. Und es zeigt mega spannend eigentlich auch, dass Influencer, wo eigentlich davon leben, dass Leute ihr Zeug konsumieren, jetzt auf einmal anfangen Werbung machen für so Meditation und Self-Care und weniger Bildschirmzeit. Voll. Genau, und das zeigt eigentlich, wie so, sie erschaffen das Problem und dann zeigen sie auch noch Lösungen. Das ist ja Kapitalismus in der besten Form, was es gibt. Yeah, weißt du, was ich meine? Yeah. Aber dort haben sie auch über das geredet und ich finde halt einfach so, ich glaube, es ist mal ein schöner Unterschied, so ein Museum-Foti von sich, anstatt die ganze Zeit irgendwelche Selfies. Und du siehst, wenn du heutzutage Instagram anschaust, sehr viele Leute posten, machen ja so Karussell-Posts, nennt man das, also die Swipe-Posts. Und
wenn du die 10 Fotos aufladest, sind nur so 3 von ihrem Gesicht und vielleicht so 7 von, keine Ahnung, vom Fischmarkt in Italien, ja, ja, und so. Und das ändert sich ein bisschen. Darum finde ich das eigentlich voll easy, dass Instagram ein bisschen weniger von dem ganzen Gesicht und Selfie wird, sondern mehr halt so, dass das mein Leben ist. Ja. Aber so das Thema, dass vor allem eine gewisse Art von Kanake immer dort reingeht und nachher so Hashtags macht wie Pig Hasso wegen Hassan, ah, weißt, ja, fix, und so Scheiß. Bro, das ist wild. Aber ich bin einfach auch schon in einem Museum gewesen und habe eine Story gemacht davon. So, ich verstand es. Bruder, ganz ehrlich, ich habe gar nicht anders erwartet von dir. Ja, fair. Ich weiß, wie du tickst und ich weiß, wieso du es postest und ich weiß auch, wo du es postest und ich weiß auch, warum du es postest. Ah, okay. Wolltest du erklären, oder? Nein, also ich sage einfach nur, okay, ich verstehe, wieso. Und ich habe keinen Judge, Bro. Ich sag nur, wieso, warum. Das ist schön. Ich finde, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin schon in ein paar Museen gewesen. Ja, ich auch, ja. Und jedes Mal, wenn ich ins Museum gehe, sage ich so, boah, ich freue mich mega um die Werke von dem Jacques, was weiß ich. Ich nicht, aber ja. Und dann gehe ich rein und dann merke ich nach 3 Minuten so, wieso gebe ich mir das? Also ich hänge so vor einem Bild und schaue es an. Und denke ich so, nach ein paar Minuten denke ich so, krass, das löst einfach nichts in mir aus. Ja, brutal. So ein Bild anschauen. Das ist eben auch lustig, wir haben so ein Buch bekommen von einer Autorin und die heißt Kay Hampton. Und wo sie das verteilt hat, hast du schon ein paar Leute gehört. Oh mein Gott, ich liebe Kay Hampton und ihre Take auf die Moderne. Und ich finde es einfach so, hab deine Fresse, Bro. Also weißt du, wieso tust du so? Als wärst du jetzt da voll die Interessierte und so die Kennerin von Underground-Künstlern. Darum ist auch Banksy so krass beliebt bei den Leuten, Bro. Bruder, noch nie hat jemand den Mensch gehabt, der macht Kohle ohne Ende, Bro. Bro, wie das heißt? Der macht Scheine. Wer ist denn das, Mann? Banksy. So ein Londoner Künstler, glaube ich. Keine Ahnung. Bro, er hat sehr viele berühmte Bilder gemacht. Kennst du das Bild von dem Typ? Das Kind mit der Rose. Wo Rose in den Querlauf rein tut. Ja, ja. Er ist so ein Guerilla-Künstler. Er geht so, okay, und tut irgendwelche Wände bemalen und Kunst machen und keiner weiß offiziell, wie er aussieht. Und er verkauft seine Werke für Millionen. Ja, also an dieser Stelle, ich bin in einem Banksy-Museum gewesen, mit dem Ali. King. Mit ihm würde ich gerne ins Museum gehen. Genau. Mit dem Ali, wo die Weisheit. Weisheiten, genau. Ja. Also an dieser Stelle, ich mache das schnell, Jungs. Kollegen von uns, ich weiß jetzt nicht, ob sie das wird länger machen oder ob sie jetzt dran bleibt oder ob das nur für ihre Arbeit war, Abschlussarbeit. Aber Selin und ein paar andere Kolleginnen und Kollegen haben einen Podcast aufgenommen. Halt mit der Idee für Abschlussarbeit. Ich hoffe, sie machen es weiter. Weil ich habe es gehört und ich finde es easy lustig, es ist geil. Ich habe jetzt die Folge gehört, Döner ist Walla. Ist das die mit dem Ali? Genau, ja. Also, der Podcast heisst Kennex und Betrugos. Und die Folge heisst Döner ist Walla. Und in dieser Folge erzählt euch Ali so kurz, was ich und er so in Amsterdam, wo wir für einen Moment allein gewesen sind. Ja, geil. Ja. Das ist ein gutes Ding, jetzt könnt ihr hören. Gebt euch das, weil ich habe das gehört und ich habe wirklich lachen. Es ist wirklich lustig, sie haben etwas Lustiges vorbeigestellt. Und sie werden auch über andere wichtige Sachen reden. Genau. Auf jeden Fall dort in dieser Folge redet er über Amsterdam und ich muss wirklich sagen, es war brutal lustig. So. Und es ist schön, dass sehr viele Leute anfangen Podcasts machen und dass die Podcast, also man sagt ja im Jahr 2023, wird der Podcast-Wachstum um irgendwie 500% wachsen. Ja, Spotify und all die grossen Players tun sich auch damit auseinandersetzen. Die machen schon ein paar Sachen. Die Staaten machen schon ein paar Sachen, so wegen Demo-Version und irgendwelche andere voll, Sachen. Mann, und so. Voll, Mann. Ja, Mann. Machen Podcasts geil. Machen nicht. Und was sollen wir noch sagen, Bro? Ey, nicht so viel. Noch kurz immer Zeitcheck. 59 Minuten. Ja, komm. Okay. Ich glaube, wir machen einen Rap. Genau, wir machen einen DIN 16 für Swiss TV. Mein Name ist Zero Double D, so der Is Mies. Zu meiner Rechten ist Josh Negroni, auch bekannt als der Straßenkünstler von Tös. Der Banksy von Vinti. Auch bekannt als der Banksy von Vinti. Auch bekannt als... Hör mir doch einfach da auf. Nein. Hör mir doch einfach da auf. Du hast einfach direkt geschissen, Bro. Sorry, ich dachte, du wolltest wieder... Mach einfach Outro, scheißegal, hat er direkt geschissen. Schönen Tag. Bro, ich habe gemeint, du wolltest wieder so... Du wolltest mir wieder einen Stich geben, Bro. Nein, ich kann nicht will, aber so schon wie ich einen Stich geben. Schau gut. Du hast mein
aus Dings, was haben wir, Mann? Das ist einfach. Egal, mach einfach Antwort. Danke fürs Zuhören. Ja. Danke. Und der Hilmas ist auch da wie immer. Danke, Hilmas. Danke für den Support. Danke, dass ihr hört. Die Folge ist einfach etwas. Gebt euch keine Ahnung und schönen Tag. Oh, my God.